Ich bin 72 geworden, ein bisschen runder geworden. Ja, haben Sie Fragen? Was meinen Sie, hat sich verändert durch Ihren Film in Japan?先ほど、日本の方の映画ですね、監督のこの作品で変わったんじゃないかとおっしゃいましたけど、どういうふうに変わったのか、その辺もちょっと監督から見たことだけですから。反転日本映画がどんどんダメになってきて、僕たち独立プロが、やっと10位に立ったってことですよね。特に日本の その作ってる映画はただアホンじゃねえばばっかりで、なんか問題意識を持った映画ってなかったし、ちょうど今度はまたのベルリンの祭のフォーラムで招待されて、今度は持ってきた映画も、ちょうど1960年代の映画なんで、そちらの映画を見てくださるともっとわかると思います。 Ich würde sagen, dass die Filme damals, die in Japan hergestellt worden sind, hauptsächlich von großen Studios, haben ihre Kraft und sagen wir filmischen Kraft verloren und sie produzierten ziemlich normale Filme ohne Problembewusstsein. Und durch meinen Film hat endlich, sagen wir, das Kino von den unabhängigen Filmemacher gemachten Kino eine Oberhand bekommen. Insofern hat sich geändert. Und wenn damalige 60er Jahre war es dann genau in der Zeit, die Zeit gewesen, in der das japanische große Studiosystem großen Talfahrt erlitten hat, durch wahrscheinlich durch die Einführung oder Verbreitung des Fernsehens. Und um diese Zeit vielleicht besser zu verstehen, können Sie meinen neuen Film, den auch auf diesem Forum gezeigt wird, vielleicht angucken, dann besser verstehen. Jetzt eine Frage. Ja, ich würde gerne was über Stalin wissen. Was darf man Mitte der 60er Jahre über Stalin, was dachten Sie über Stalin und was für eine Beziehung haben die Figuren im Film zu Stalin? Ja? Ich habe Akustik nicht verstanden. Josef Stalin, das ist dieses große Bild. Stalin, ja. この映画は最初からずっとスターリンのポスターがですね、壁に貼ってあって、いろんなシーンずっと最後まで付き合っていますか、見守ってるわけですけども、スターリンの意味を、当時の日本にとってどういう意味があったのかってことをちょっと説明していただければ。 僕もまだこれも、ほとんど映画を見れば忘れたんですが、当時やっぱり日本にもスターリン死にってもありまして、ちょうどスターリンの、ちょっと60年代、やっぱスターリンの毛沢東派と両方ありまして、やっぱスターリンの方が、どっかその最後の連中が見てる部分があるのと、拒否してる部分があるのと、 両方は、スターリンの肖像の前で、まあ、僕はこっちがちょっとスターリンの嫌いな方だったんですけど、だからその前でセックスをするっていう、になったような記憶があります。 Selbst habe ich den Film lange nicht mehr gesehen und ich weiß nicht mehr ganz genau, aber kann ich so sagen, dass damals in den 60er Jahren gab es mindestens zwei große Fraktionen unter den Linken. Einmal eine Gruppe, die eher noch Stalin glaubten und andere, zum Beispiel Mao Zedong, eher glaubten. Und insofern, das ist ganz wichtig, dass Stalin damalige japanische Linke große Bedeutung hatte. Und deswegen die Protagonisten führten ihre Sexleben und so weiter vor dem Poster Stalins. Ja, hier in der. Direkt. Direkt, danke schön. War das zu mir? Gleich. Ich hätte gerne einen direkt anschließen. Ja, vielen Dank, Herr Lochmanns. Ich lebe schon lange in Deutschland, aber ich war
einer von den damaligen Studenten, der ja, in den 60er Jahren in Japan sozusagen sogenannten Studentenbewegung teilgenommen war. Und gerade heute habe ich eigentlich erneut seit fast 40 Jahren diesen Film gesehen. War so avantgardistischer Film, könnte man immer noch sehen. Aber jetzt haben Sie ein bisschen kurz erwähnt, diese stalinistische und antistalinistische zwei Richtungen damals. Als Betreffender möchte ich kurz kommentieren. Das heißt, der Stalinismus sozusagen in japanische KP, von japanischer KP repräsentiert. Andererseits die sogenannten Neue Linken war antistalinistisch. Und die meisten Publikum von diesen Filmen war sozusagen von den neuen linken Szenen gekommen. Und wir sind oft in der Nacht, durch die Nacht ins Kino gegangen, um seine Filme, fast wie ein kultartiger Film, zu schauen. Und oft anschließend nach dem Kino sind wir auf die Straße gegangen, zum Beispiel. Deshalb, ich habe damals so verstanden, dieses Stalin-Bild ist quasi Ironie gegen den Stalinismus überhaupt. Und soweit ich weiß, dass die Sympathisanten von KP, so stalinistisch orientierte Marxisten, mochten seine Firmen nicht. Deshalb, in diesem Sinne sehr symbolisch. Ziemlich hart ironisch, ob er selber gelernt hat, weiß ich nicht. Aber mindestens, wir haben so verstanden. Kurz, ich habe den letzten Satz von Herrn Wakamatsu doch nicht vergessen zu übersetzen. Persönlich mochte ich Stalin natürlich nicht.学生だった頃、若松監督の映画一種の、特にこの映が、クルト映画といいますか、特に旧左翼と新左翼というふうにはっきり分けたら分かりやすいと思うんですけれども、旧左翼というのは日本共産党を信じたり、日本共産党によって率いられてきた左翼の人たち。で、その人たちは、スターリンを信じていたと。で、もう一人の、新左翼、ちょうどこの生じた新左翼の新左翼の人たちというのは、もちろん反スターリンということで、 で、その新左翼の人にとっては、浜松監督の映画というのはクルト映画で、我々はいつもその映画を見に行った後、その後もディスカッション、夜中中したりという形で、とにかく監督の作品によって、いろんな形で我々の心情的、あるいはその左翼としての活動も発展したと。今、40年以上経って、もう一度この作品を見てみると、非常に前衛的だって、今でもその前衛さは全く失われてないと思う。こんなことで。 Ja, da hinten eine Frage.